Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier auf dem zweiten Kanal, wo wir wieder A kommt zu Life is Sand spielen. Das ist das erste Mal, dass ich das flüssig ausgesprochen habe. Ich bin ganz sehr stolz auf mich. Leute, erstmal, wenn euch das ganz gefallen sollte, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, schreibt irgendwas Nettes einfach, um den Kanal hier wieder zu beleben. Der zweite Kanal, der ist einfach dead und deshalb wäre es voll süß, wenn ihr das supporten würdet. So, wir werden heute einiges reißen. Erstmal, welchen Sattel haben für den Agentavis. Dann würde ich mir gerne einen Teri wie auch einen Duidikos ranholen und dann vielleicht ein bisschen farmen, dass wir irgendwann mal umziehen können. Ich würde so zwischen den Folgen vielleicht mal umziehen, in irgend so eine Bude da oben oder so. Ich weiß noch nicht genau, habe mir noch nicht genau einen Platz ausgesucht. Und ja, Sattel ist, glaube ich, erstmal Priorität. Und wir haben ja schon einen Power-Sattel war das gemacht und der war falsch. Also machen wir heute mal einen Speed-Sattel. Also müssen wir ein paar Speed-Viecher umknechten. Und dann können wir den Agentavis reiten, können mit dem hoffentlich Sachen nach Hause tragen. Und wenn wir die nach Hause getragen haben, hier mit dem Petri ausnocken. So, das ist der Plan. Also erstmal jetzt ein paar Speed-Dinger umknechten. Und ich glaube, wir nehmen einfach wieder Petris, weil der Rest ist gar nicht so viel da. Und Raptoren haben uns, glaube ich, letztes Mal nicht so viel gegeben. Also gehen wir einfach da hinten hin, hauen die um und wir können die ausnocken. Dann sollte das kein Ding sein. Aber ich habe gerade das ungute Gefühl, dass die vielleicht bohlen sollte, weil die wahrscheinlich schneller sind als ich, oder? Oh, no, no, no. Und hier ist irgendwas sehr Böses. Ich habe irgendwas Böses gehört gerade, was ein Bronto zerstört hat. Aber das ist ein das ist ein Cerato. Level 20 Alpha Cerato. Okay, aber der hat mir fast schon meinen Petri hier gekillt. Das ist ganz nett eigentlich. Wir gehen da mal hinterher und können den hoffentlich direkt ausnocken. Ja, brauchst gar nicht so weit weggehen und nicht übers Wasser. Oh, no. Warum über das Wasser. Ey, ich komme echt nicht hinterher, ne? Ach du Scheiße. Mein großartiger Plan. Ich kriege ihn nicht eingeholt. Ich kriege ihn einfach nicht eingeholt und er wird auch nicht langsamer. Der will mich verarschen. Ich habe Movement Speed geskillt. Hallo. Oh, jetzt ist er langsamer. Oh, die Drehung hat gesessen, aber bringt halt gar nichts. Oh, er ist stuck. Oh, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Jetzt kann er nichts mehr tun. Das war's für ihn. So, hier, gib mir dein Kristall. Den Kristall haben wir schon mal. Zwei Stück sogar. Okay, okay. Und Hide. Bitte jetzt auch noch ein bisschen was. Oh mein Gott, auch noch genug. Nice, wir können so wieder zurück. Ich muss sagen, ich habe das erste Mal seit Ewigkeiten Wolken an und ich muss sagen, das sieht echt sexy aus. Sonst stelle ich die immer aus, weil es gibt übel viele FPS einfach. Irgendwie, mir gefällt es gerade. Die Frage ist, wird das jetzt klappen? Das ist halt wieder die andere Frage. Speed Agentavis. Ah, oh, fehlt da nicht noch irgendwas? Shit. Habe ich aber dabei tatsächlich. Geht der Sattel wirklich auf den Agentavis? Das ist die Frage der Fragen, weil sonst haben wir ein großes Problem. So, der Moment der Wahrheit. Er geht, ja. Ist es Speed Agentavis? Hätte ich auch drauf kommen können, aber warum steht da Power dran? Ich habe keine Ahnung. Aber der ist halt echt ganz nice. Junge, der ist so ja schon echt schnell, ne? Noch ein bisschen Movement Speed drauf. Guckt euch das an. Damit kann man echt was anfangen. Und damit würde ich eigentlich direkt mir mal einen Duidikos irgendwo angucken, wenn wir ein High Level finden. Oder ein Ankylo. Ankylo. Wir wollten einen Kilo haben. Das ist das Ziel. Junge, guckt euch die Movement Speed jetzt schon an. Der ist jetzt ja schon fest, das Fuckbui. Es gibt nur einen Harvest an Kilo über Level 100 und der ist da hinten im Schneegebiet. Wir dürfen einmal quer durch. Und was ist das da für eine Insel, bitte? Kaido Island? Was zum Teufel, ich will da hin. Ach so, wow, das ist die hier wahrscheinlich. Okay, da hätte ich auch drauf kommen können. Aber was geht hier so ab? Hier spawnt, glaube ich, gar nichts. Also ich sehe zumindest nichts. Ah, hier liegen Eier. Was sind das für Eier? Ich habe ein bisschen Angst. Warum liegen hier einfach Eier rum? Okay, das sind keine richtigen Eier. Okay. Kann man die abbauen? Die kann man abbauen für Poli? Wie wild ist das denn? Hä? Für Poli und Fasern einfach. Das ist sau cool. Hä? Ah, hier ist echt nicht ein Dino. Und hier ist sogar Metall und so. Oh, hier kriegt man Damage. Man kriegt hier Damage. Wovon? Okay, irgendwovon habe ich da Damage bekommen. Hier kriege ich keinen Damage. Hier auch nicht. Hier schon. Und echt viel. Oh, 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 oh. Und wie viel? Okay. In irgendwas darf man da nicht reingehen. Auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich weiß nicht, ob ich so ins Schneegebiet sollte. Naja, egal. Wenn der Archie den Ankylo nicht tragen kann, dann bin ich, glaube ich, depressiv. Dann war es das, glaube ich. Dann war es alles umsonst. Den zu zähmen, den Sattel dafür zu machen, dann den falschen Sattel dafür zu machen, dann den richtigen Sattel dafür zu machen. Und bitte werde nicht gerade getötet von irgendwas. Bitte, bitte einmal nicht. Da ist ein Power auch direkt daneben. Wäre halt auch cool wahrscheinlich. Aber kann ich ihn grapschen? Ich kann ihn grapschen. Sehr gut, den nehmen wir einfach mit nach Hause. Ist das ein Träumchen, ey. Das ist einfach nice. Der ist ultra schnell, kann Sachen tragen. Jetzt noch Speed Quetz. Boah, wäre das nobel. Da könnte ich wahrscheinlich so Alus und sowas nach Hause schleppen. Das wäre ja ultra nice. So, da sind wir wieder zu Hause. Den setzen wir mal da irgendwo ab. Mache hier alles auf passiv. Alter, der Archie ist so schnell. Der ist halt so schnell. So, und jetzt, ey, falscher Petri. Was habe ich denn gemacht? Ich wollte gerade mit einem normalen Petri ausnocken einfach. Wo war mein Hirn da schon wieder? So, Mr. Ankylo, Sir. Ich würde sie gerne mit meinem
beim Petri hier ausnocken. Ich hoffe, dass das kein Problem darstellt. Oh, vielleicht doch. Macht relativ viel Schaden, aber er greift doch gar nicht an. Der ist ja komplett verwirrt. Ich habe den aus seinem Zuhause rausgeholt und seitdem weiß er gar nicht, wo er ist. Okay, das war einfacher als gedacht. 10 Mechobären. Ein Schnapper. Was mir gerade auffällt, ist, jetzt wo ich Polymer habe, könnte ich theoretisch mir auch eine Fernbedienung für den Teleporter machen und könnte eigentlich auch diese Knarre machen, die ich brauche. Wieder auf den falschen Writer geklickt. Die hier, die hätte ich halt super gerne, aber dafür brauche ich noch Electronics. Ich habe keinen Plan, wo die Perlen sind. Habe ich da Harvest Dödi Level 130 gehört? Ja, ich glaube, das habe ich gehört. Und der wird auch nach Hause geschleppt. So einfach geht das Ganze hier. Ich muss ehrlich sagen, Dino Finder habe ich mittlerweile auf jedem Modded Server drauf. Weil bei einigen Mods spawnen Dinos so wenig. Also einige Sorten, zum Beispiel der Dödi, das sind gerade nur 4 auf dem Server oder sowas. Und die zu finden zwischen den ganzen und vor allem, der war da irgendwo in so einem komischen Berg drin. Der hätte ich halt niemals gefunden. Da hätte ich umsonst gesucht. Und ich bin echt ganz froh, dass es die Mod gibt. Und nächster Ausnock-Kandidat. Wie viel hast du so? Oh lol, der Lag war ja richtig mies. Ich habe einfach zweimal auf einmal gegriffen. Oh, da muss ich auch wieder ein bisschen aufpassen, glaube ich. Aber der wehrt sich zumindest. Oh, wenn er sich einrollt, mache ich kaum noch Damage, oder? Hier bitte nicht einrollen, mach mal nicht. Okay, ich glaube, es ist gleich soweit, dass er ist eingerollt. Aber ich brauche auch nicht mehr viel. Ah, ausgelockt. Nice. Der braucht auch nur 10 Mechobären. Wir haben nur wieder das gute alte Problem. Nämlich brauchen wir Harvest-Kristalle und Harvest-Hide. Und ich glaube, in der Zeit, wo die am Zähmen sind, gehen wir unterwegs und knallen ein paar weg. Ein Harvest-Bronto gibt bestimmt 2 Kristalle, oder? Das wäre doch ein Träumchen. Hier, kommt alle her, Brontos, ich knock euch alle aus. Mir egal, kommt mit ganzer Familie. Kriegt alleine drauf. Ja, ja, ja. Mit dem Falschen angelegt. Da liegt ihr gleich. Ey, Poison sind so OP. Jetzt mal ehrlich, in dieser Mod viel zu stark. Man kann halt überall drauf kloppen und knockt einfach alles aus. Und 2 Kristalle tatsächlich. Bitte jetzt noch ein bisschen Harvest halt, bitte. Bis jetzt hat er mir gar nichts gegeben. Wie viele Brontos sind das hier eigentlich? Was zum Teufel? Oh nö. Oh nö, der gibt mir keine Halt. Ich werde gescammt. Ich wollte gerade einen Dödi verprügeln, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Hier ist der Harvest Lord, der einzig wahre. Oh, er rennt andere Richtung. Das kann natürlich auch sein. Wir testen mal unser Glück. Zur Not hauen wir ab. Okay, bis jetzt kommt nichts. Ist alles chillig. Alles unter Kontrolle. Und 3 Kristalle. Okay, Jackpot Dödi. Aber keine Halt. Neuer Versuch. Harvest Affe, der hier ganz grob steht. Oh mein Gott. Wenn du mir jetzt keine Halt gibst, dann bin ich traurig. Hä, was ist mit ihm los? Wo willst du hin? Hä? Hallo? Oh, 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 hau mich nicht ins Wasser. Gleich wieder, Moment der Wahrheit. Werden wir Hide bekommen oder nicht? Ich krieg gar nichts von dem. Gar nichts. Ich hab schon Hide. Das sieht nur genauso aus wie das normale. Ich kann das alles nicht mehr. Okay, man kann halt auch nicht alles merken, Leute, ne? Ankylo-Harvest-Sattel. Fehlen uns Fasern. Okay, hier, da, nimm. Und Dödi-Sattel. Auch den können wir machen. Nice. Und da ist unser erster Freund fertig. Nur wie nice ist er? Kann er irgendwas Cooles? Das ist die Frage der Fragen. Warum bist du Harvest? Was ist besonders an dir? Bis jetzt noch nichts. Der farmt so normal Steine und so bisher. Wir machen mal alles in Damage, glaube ich. Vielleicht gleich noch ein bisschen Movement Speed. Ich glaube, ich muss mal zu einem Metallstein oder so. So, wir fliegen jetzt mal zusammen irgendwo hin, wo Metall ist. Ich habe mir tatsächlich nicht gemerkt, wo Metall ist, aber wahrscheinlich hier irgendwo. Und testen den nochmal neu. Das hier sieht ganz gut aus, aber auch ein Alpha Argentavis hier. Muss man Angst vor dem haben? Kein Plan, ey. Oh, er harvestet so schon selber ein bisschen. Nicht, dass unser Kilo schneller wieder weg ist, als wir gucken können. Okay, Metallfarm sieht schon ein bisschen besser aus. Aber halt auch noch nicht so farbeprächtig, ne? Vielleicht müsste noch ein bisschen Damage auf dem Skin. Macht der damit irgendwas? Der macht gar nichts. Was kann Harvest? Also, er ist okay zum Farmen, aber irgendwie auch nicht so okay. Und ich habe schon alle anderen Tasten gedrückt und das hat irgendwie nicht so viel gebracht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, der schmelzt Metall oder so. Kann das sein, dass die Sachen im Inventar einfach extrem wenig wiegen? Weil in meinem Inventar würde das jetzt 600 wiegen und beim Ankylo 100. Aber Ankylo hat doch eh Weight Reduction auf Metall, oder nicht? Aber nicht so viel, oder? Kann es sein, dass er mehr Weight Reduction hat einfach? Auf einmal fängt sie einfach an zu schneien. Ihr wollt wieder verarschen. Auf einmal Schneegebiet hier. Und zu Hause auch wieder. Och, Menno, was hier denn schon wieder los? Aber 8000 Metall geholt. Das ist doch ein bisschen was. Damit können wir mal dick die Metallwerkzeuge und sowas aufrüsten. Unsere Rüstung und die Armbrust. Und vielleicht mal eine gute Forge machen oder so. Wir testen den Dödi jetzt noch kurz aus, auch wenn ich nicht glaube, dass der irgendwas Besonderes kann oder so. Aber trotzdem kurzer Test. Ja, der farmt halt nochmal Steine und das war es wahrscheinlich. Kann er noch irgendwie anders was? C, X, irgendwas? Irgendwas Besonderes? Kann er durchrollen oder so? Nee, kann er auch nicht. Nee, okay. Ah, das war's, Leute. Harvest ist es nicht unbedingt. Was ist hier denn los? Warum auf einmal Disco? Jetzt, wo wir so halbwegs Harvest-Sachen haben, ich hätte eigentlich noch gerne irgendwas für Holz. Das wäre ganz cool, weil dann können wir in Ruhe umziehen. Aber ich würde gerne was Starkes haben. Einmal was Starkes haben wäre echt eine coole Sache. Und deshalb gucken
gucken wir jetzt zusammen. Ich habe selber noch gar nicht geguckt, was es an Power-Dinos gibt. Und da gibt es echt ein bisschen was. Ein Rex zum Beispiel. Ein Level 100er Power-Rex relativ in der Nähe und ein Level 140er Power-Rex da ganz hinten. Ich glaube, wir versuchen den mal mit dem Petri auszunocken. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber wenn ja, wäre halt übernice. Ich würde sagen, wir gucken mal bei den Kollegen vorbei. Filet habe ich sogar dabei, also der Vorbereitete. Eigentlich so ein paar Pfeile habe ich auch noch dabei, aber eigentlich will ich nicht unbedingt mit Pfeilen schießen. Wir gucken mal. Diese Map ist einfach so heftig nice. Ich werde demnächst auch nochmal so ein Video hochladen, wo ich alle Premium-Mods, die ich geholt habe, ranken werde. Und da bin ich schon so halbwegs fertig. Und ich sag mal so, die hier ist auch weit oben. Die ist, also es ist so cool. Es ist einfach alles verschneit auf einmal. Aus dem Nichts. Also ich sterbe hier einfach an der Kälte. Das ist nicht so cool. Aber an sich, dass einfach das Wetter wechselt so krass. Das ist einfach nice. Aber ich dachte, das wäre ein Power-Saber. Ich habe gerade kurz überlegt, ob wir den mitnehmen. Aber Primes, ich habe nicht mal einen Plan, wie man die zähmt. Oh mein Gott, die Link habe ich angeschossen. Ich habe mir fast die Hose gemacht. Ey, da habe ich mir fast in die Hose gekotet. Ich war so entspannt am Fliegen. Auf einmal kommt ein Schuss einfach. Unten ist ein Prime Giga. Oh, das macht ja alles schon wieder ein bisschen schwieriger, hä? Das macht ja alles... Oh, der wird so meinen Rex snacken, oder? Der hat gerade Bock auf den Rex, glaube ich. Oh, no. Der steht direkt neben dem Rex. Das ist auch ein normaler Giga einfach. Hä, wie ist das denn? Power Rex, der sieht normal aus, oder? Sag nicht, da sind wieder falsche Farben dran oder so. Nee, doch nicht, der ist so ein bisschen rot. Ja, wie soll ich das machen, Leute? Oh, Dino Alpha, Dino Suchus. Den hätte ich gern. Ich will mal gucken. Der hat auch gar nicht so krass viel Topo. Ich könnte wahrscheinlich den anderen Giga auch einfach ausnocken. Aua. Das sollte eigentlich kein Ding sein. Den könnte ich eigentlich mal schnell so nebenbei ein bisschen in den Arsch beißen. Aber der Prime Giga darf halt nicht herkommen. Dann wird das Ganze nämlich nicht mehr so witzig. Und ich bin halt nebenbei ein bisschen am Sterben. Also der Basi sollte mich auch am besten nicht treffen. Hier sind viele schwierige Situationen gerade. Danke auch der Giga für den Basi, ey. Oh Mann, wo kann ich mich denn jetzt irgendwie aufwärmen oder so? Ist es eine Alpha Karkinos? Es gibt auch Alpha Karkinos, die wollen mich verarschen. Ich sterbe einfach an Kälte. Ich kann mit Schlafsack machen schnell. Das klingt auch ziemlich smart sogar. Vielleicht machen wir das schnell. Easy, gleich 3 Stück gemacht. Der Profi-Arc-Spieler. Der Vorbereitete, mal wieder. Kennt man mich anders? Ich glaube nicht. So, also wenn wir sterben sollten, wir sind halbwegs in der Nähe. Ich muss nur ein bisschen aufs Leben achten, dass ich dann wieder hochfliege. So, Power Rex, ein Hit. Macht dem ordentlich Topor. Tatsächlich echt. Wir kriegen den ausgenockt, auf jeden Fall. Die Karkidos auch mal eben 2 Hits geben, ist hier auch weg wahrscheinlich. Oh ne, die kriegt gar keine Topor. Die kriegt nur mit Kanonenkugeln, schade. So viel dazu. Okay, mein Leben sieht gar nicht so geil aus. Und die Topor sinkt super schnell. Ha, wie machen wir das jetzt professionell, ha? Ich glaube, ich warte eben, bis ich einmal gestorben bin. Wobei der Giga gerade weg ist, ne? Aber ich habe auch keine Narkosemittel dabei. Wie viel Damage macht er mir eigentlich? Oh Gott, Basi hat gerade gespuckt. Ich weiß nicht mal, wo hier ein Basi ist, aber hier ist irgendwo einer anscheinend. Es ist gerade nicht so kalt. Also wenn mich jetzt kein Basi erwischt, ist okay. Hat er mich auch schon mal erwischt? Ja, der macht mir genauso viel Damage wie ich ihm. 1:1. Das ist schon wild. Okay, ist gerade nichts Schlimmes in der Nähe. Aber der wacht halt super schnell wieder auf. Aber der braucht auch nur, obwohl 3 Filet. Ich muss wahrscheinlich nach Hause flitzen dann schnell. Wahrscheinlich sehr schnell nach Hause flitzen. Oh no. Ich wurde hier schon wieder bespuckt irgendwo. Das ist ein unsichtbarer Basi irgendwo. Oh nein. Krieg ich den wohl gehittet hier? Oh, ich habe irgendwas gehittet, ja. Ich weiß halt nicht, ob der ausgenockt ist. Wahrscheinlich eher nicht. Oh, er ist tot. Noch besser. Das ist gerade alles ziemlich knapp, ey. Vor allem, wenn ich draufgehen würde, dann wäre halt mein Petri auch direkt tot. Wahrscheinlich hier unten. Aber wir gehen ja einfach nicht drauf. Er liegt. Habe ich ihn nochmal gehittet? Ich glaube nicht. 3 Minuten? Oh mein Gott, 3 Minuten. Das passt ja niemals. Habe ich Narkobären dabei? Ich habe Narkobären dabei. Wir füttern ihm mal ein paar und warten hier einfach. Oder wir pflücken weiter. Das ist gut. Wir pflücken weiter. Der Spino da hinten macht mir Angst. Und ich weiß immer noch nicht, wie man Alphas zähmt. Das müssen wir auch noch rausfinden. Vielleicht muss ich mir da bald mal ein Video angucken oder so. Weil ich habe null Plan, wie man die zähmt. Ja, so viele Narkobären. Hä, wir kriegen den easy durch. Also wenn jetzt nicht irgendwas hier rüberkommt, Alpha Karkinos oder Alpha Spino. Alpha Spino kommt hierher. Dann haben wir das. Ich sag's so, wie es ist. Also wohlfühlen tue ich mich hier eher weniger. Auch der Kollege sieht nicht nett aus da vorne. Ich habe schon so ein bisschen Angst. Ein bisschen Muffensausen. Aber so an sich... ist halt easy. Ich kann hier so viel farmen. Guckt euch das an. Also hier sind unendlich Narkobären einfach. Und er hat einmal gegessen und ist bei 49%. Der braucht gerade so 3 Stück, ich meine. Und da ist er, gezähmt.
Ein richtig guter Power Rex. Ich hoffe, der kann auch irgendwas, ey. Wer nicht? Das war alles ein bisschen aufregend hier. So, du kommst mit, Kollege. Und ich glaube, wir verprügeln noch ein paar Powers auf dem Weg zurück, damit wir auch direkt einen Saal machen können. Power Kano hat hier ordentlich eine Schelle bekommen. Der ist schon ausgelockt. Das Ding ist, da drüben ist ein Poison Agitavis und der hat mir auch schon ordentlich Topo gegeben. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich hoffe, der bleibt noch da drüben, dass wir gleich wieder abhauen können. Ich hoffe, der gibt mir Halt. Bitte. Ja, Agitavis, mach du da drüben mal weiter. Kein Problem. Mach dir keinen Stress. Halt haben wir schon mal. Ich weiß nicht, wie viele Kristalle wir bekommen haben. Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Junge, so viel Halt. Ein Kano gibt richtig viel. Wir haben einen Kristall nur. Verdammt. Und dieser Power Petri gibt mir jetzt den anderen Kristall. Ich hoffe, ich brauche nur zwei. Ich habe mir den Saal noch nicht angeguckt. Egal. Da ist das Power Petri. Level 140 übrigens. Tut natürlich ein bisschen weh. Aber da hinten ist noch ein 145er. Also wenn wir mal einen haben wollen, können wir uns den holen. Aber ich wollte nur Kristalle. Scheiß auf alles. Zwei Kristalle. Nice. Der Moment der Wahrheit. Was wird es kosten? Power Alo Agentavis Petri? Wo ist Rex? Level 74 erst. Und ich bin Level 74. Oh mein Gott, was? Als ob, besser geht's nicht. Also besser geht's wirklich nicht. Das ist jetzt Alpha Rex. Hä, wo ist Power? Hallo? Ich brauche Power Rex da. Okay, jetzt gerade gelernt. So, und dafür brauche ich doch Power Kristalle. Die habe ich natürlich dabei. Der vorbereitete. Alter, das hat ja genau gepasst. Aufs Level genau gepasst. Und wehe, der ist jetzt kein Zerstörer. Wehe, das hat sich nicht gelohnt. Obwohl, der Damage war schon gar nicht so nice an unserem Petri. Aber kann sein, wenn man den levelt, dass er dann ein bisschen reinhaut. Weil unser Petri hat auch nur durchs Level so reingehauen. Und ich werde mir jetzt gleich mal reinziehen, wie man Alphas zähmt. Weil das ist, glaube ich, ganz interessant. 700. Oh, 700 ist doch nicht schlecht. Hä, 700, damit kann man was anfangen. Aber sowas von. Und das sind ein paar Perlen gewesen. Ey, nächste Folge erstmal geile Fernbedienung machen. Das ist alles normale? Ne, da ist ein Alpha zwischen. Ah, oh, Alpha ist bestimmt noch ein bisschen zu krass. Obwohl ich sogar mehr Leben habe als der. Der hat 50.000, ich habe 60.000. Aber will ich direkt mich mit dem Alpha anlegen und auf die Schnauze bekommen, ist die Frage der Fragen. Vor allem sind das mehrere, ne? Oh, nee. Wir sind nicht doof. Nein, wir sind nicht doof. Ausnahmsweise mal nicht. Wir gehen drumrum. Alphas gerade nicht. Und wenn, dann nur, wenn die alleine sind. So wie der da, der Petri. Den kann ich beide draufgeben. So, 2000 Damage, greift er auch zurück an. Nö, der greift nicht mal zurück an. Okay, schade eigentlich. Das war ein bisschen unepisch. Ich höre einen Affen hier. Direkt links von mir irgendwo. Ich glaube, wir müssen doch wieder durchziehen. Ey, die Alos, ich bin so interessiert, ne? Wenn die was anderes angreifen, vielleicht, möglicherweise. Das sind so viele. Warum will ich so? Warum will ich immer? Ich hab Bock. Man muss drauf anlegen, oder? Komm, wir gucken, wie stark ist Alpha. 900 Damage. Okay, der macht mehr Damage als ich. Okay, das ist nicht gut. Aber ich hau ihn zurück. Und seine Alo-Freunde sind ziemlich weit weg. Glaube ich, dürfte vielleicht gewinnen. Aber der hält halt super viel aus. Oh nein. Aber ich glaube, ich gewinne. Der Knockback carried. Aber komplett. Okay, wir merken uns, Alpha ist schon stark, Leute. Alpha ist schon echt stark. Aber wir gewinnen. Auch nur wegen Knockback. Aber wäre es ein anderer Alpha, ein Rex oder so, wäre ich am Arsch. Frage ist, was kriegt man von Alphas? Kriegt man von denen vielleicht irgendwas, um welche machen zu können oder zähmen zu können? Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Ich glaube, ich bin gar nicht so weit weg von zu Hause, oder? Okay, wir haben ihn gleich. Oh, ich habe tatsächlich irgendwas bekommen. Auf jeden Fall Alpha Hide kriegt man da anscheinend. Und ich habe noch irgendwas bekommen, nämlich eine Tiny XP Potion und ein Alpha Herz. Okay, do some Dino Evolutions. Okay, man kann irgendwelche Sachen entwickeln anscheinend. Und das war übel viel Erfahrung. Oh mein Gott. Bisschen Ausdauer, ein bisschen Movement Speed auch. Der ist nämlich so unbeweglich. Und natürlich auch Leben. Oh. Hey, jetzt muss ich doch mal irgendwo draufbeißen. Ich habe richtig viel Damage geskillt. Kleiner Test. 1000 Damage. 1000 Damage? Damit kann ich leben. Das sieht gut aus. Hä, kann das sein, dass der sich heilt oder so? Der ist ja komplett wieder full life. Power heilt sich, nachdem die gekämpft haben oder so. Oh, das ist sick. Okay, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen nachgelesen und anscheinend ist es so, dass man Alphas zähmt, indem man eine DNA-Maschine baut und ein Alpha ausnockt, dem die DNA klaut und da die DNA dann reinpfeffert. Ich habe noch nicht angeguckt, was das Ding kostet, aber das müssen wir zum nächsten Mal machen. Das ist das Ding hier, das braucht 300 Poison Blood. Das ist nicht denn Ernst? Hä, das läuft doch auch ab, oder? Das hat einen Spoiltimer. Und 20 Alpha-Herzen. Okay, da kann ich mir halt schwache Alphas suchen. Das ist nicht das Problem. Kristall und Metall auch kein Ding. Aber 300 Poison Blood ist anders wild. Außer es gibt eine andere Art und Weise, das zu farmen oder so. Also nächste Folge wird wohl so ein bisschen Farmfolge für die DNA-Maschine anscheinend. Weil sonst kriegen wir das nicht hin. Das ist halt super schwierig. Da bin ich gespannt. Da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, Alpha ist das nächste, oder? Das könnte tricky werden, Leute. Aber
Wir kriegen das hin. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.